Danke, dass du deine Familie zu Hause gelassen hast. Спасибо, что ты оставил свою жену дома, детей, маленького сыночка и приехал к нам. Большое спасибо. Спасибо. Доброе утро, драгоценное. Guten Morgen, ihr Kostbaren. Рад быть с вами. Ich freue mich, mit euch zu sein. В прошлом году ваш пастор был у нас в гостях в нашей церкви. Letztes Jahr war euer Pastor bei uns zu Besuch in unserer Gemeinde. И знаете, у нас было много в церкви довольно известных разных проповедников. Und wisst ihr, bei uns in der Gemeinde gab es schon viele bekannte Prediger. Но редко, когда проповедь так сильно запоминали, как проповедь Якова Фризена. Aber selten hat man sich so gut an die Predigt erinnert, wie an die Predigt von Jakob Фризен. Яков, тебя там все помнят. An dich denken alle. И твое слово про атмосферу я сам запомнил. Und dein Wort über die Atmosphäre, also ich hab's mir selbst gemerkt. Потому что ты не просто об этом говоришь. Weil du sprichst nicht einfach nur darüber. Но ты так живешь. Sondern du lebst so. В атмосфере радости и свободы. In der Atmosphäre der Freude und Freiheit. И ты это несешь. Und du bringst es auch. И поэтому вся церковь ваша это несет. Und deswegen eure ganze Gemeinde trägt es. И мы говорили с пастором Яковом. Mit Pastor Jakob haben wir gesprochen. Я бы очень хотел. Ich wünsche es mir so sehr, чтобы ваша команда приехала к нам, dass eure Mannschaft zu uns kommt, и в России сделали face-to-face. Und den Russen face-to-face machen. Пожалуйста, поддержите меня в этом. Bitte unterstützt mich darin. И скажите Якову, мы должны в Россию приехать. Und sagt bitte, Jakob, wir müssen nach Russland kommen. Драгоценное. Ihr Kostbaren. В последнее время in letzter Zeit, я был на разных конференциях. War ich in unterschiedlichen Konferenzen. И я не знаю почему. Und ich weiß nicht warum, но почему-то везде сейчас популярна одна тема. Aber irgendwie ist überall ein Thema populär. О сверхъестественном. Über das Übernatürliche. Я уже 28 лет служу пастором. Schon 28 Jahre diene ich als Pastor. Я на эту тему много говорил. Und ich habe sehr viel über dieses Thema gesprochen. Об исцелениях. Über Wunder, über Heilungen. Но когда я услышал об этой теме, aber als ich dieses Thema gehört habe, я решил еще раз посмотреть на нее в Библии. Habe ich mich entschlossen, nochmals über dieses Thema in der Bibel zu studieren. Тема сверхъестественного. Das Thema des Übernatürlichen. Я не знаю, есть ли в немецкой Библии. Ich weiß es nicht, ob es in der deutschen Bibel gibt. Но в русской Библии. Aber in der russischen Bibel. Нету слова сверхъестественное. Gibt es das Wort nicht Übernatürliches? Сверхъестественное, это как бы есть естественное, обычное. Das Übernatürliche, das ist so, wenn es gibt das Natürliche, das Gewöhnliche. А сверх, это что-то над. Aber das Über, das ist etwas, ja, über. Выше, чем обычное. Also höher als das Gewöhnliche. Выше, чем естественное. Höher als das Natürliche. Но я решил еще раз проверить мою Библию. Ich habe mich entschlossen, nochmals meine Bibel zu prüfen. Слово сверхъестественное я опять там не нашел. Das Wort Übernatürliches habe ich wiederum nicht gefunden. Но я нашел один стих, aber ich habe einen Bibelvers gefunden, который я до этого читал много раз, den ich bis dahin schon oft gelesen habe. Но он мне открылся, и я увидел в нем то, чего не видел раньше. Aber dieser Vers wurde mir offenbart, und ich habe das gesehen, was ich früher nicht gesehen habe. Давайте откроем книгу Исход, 25 главу. Lass uns bitte aufschlagen das Buch Josua, Kapitel 25. Исход. Entschuldigung. Zweite Buch Mose. 25 глава. Kapitel 25. Здесь Бог говорит Моисею о строительстве скинии. Hier spricht Gott zu Moses über den Bau von der Bundeslade. Чтобы его слава могла наполнить народ Божий. Damit über die Stiftshütte, damit die seine Herrlichkeit das Volk Gottes erfüllen kann. В скинии было святилище. Also in der Stiftshütte gab es das Heiligtum. В святилище было место святое святых. In dem Heiligtum gab es den Raum für das Allerheiligste. А во святом святых был ковчег завета. Und in dem Allerheiligsten war die Bundeslade. И вот что Бог говорит. Und was sagt Gott hier? 25 глава, 21 стих. Kapitel 25, Vers 21. И положи крышку на ковчег сверху. Lege die Deckplatte oben auf die Lade. Вот почему я на этот стих наткнулся, здесь сверху. Warum bin ich auf diesen Vers gestoßen? Das heißt über. В ковчег же положи откровение. In die Lade aber sollst du das Zeugnis legen. Которое я дам тебе. Das ich dir geben werde. Там я буду открываться тебе. Und dort werde ich dir begegnen. И говорить с тобою над крышкою.
und von der Deckplatte herab. Посреди двух херувимов, zwischen den beiden Cherubim hervor, которые над ковчегом откровения, die auf der Lade des Zeugnisses sind. О всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым. Alles zu dir werde ich reden, was ich für die Söhne Israel auftragen werde. Покажите, пожалуйста, а вот уже есть. Вот смотрите. Schaut mal. Ковчег это был такой ящик. Als die Bundeslade, das war so eine Kiste. Деревянный. Aus Holz. Сверху он был, по бокам он был так обделан золотом. Also seitlich wurde es vergoldet. А сверху была золотая крышка. Und oben war so ein goldener Deckel. Из которой выходило два херувима. Und von dort sind diese zwei Cherubim, zwei Engel hervorgegangen. И когда я читал это место Писания, und als ich diese Schriftstelle gelesen habe, я увидел, что Бог говорит о двойном откровении. Habe ich gesehen, dass Gott über eine doppelte Offenbarung sprach. Одно откровение было внутри ковчега. Die eine Offenbarung war inwendig in der Bundeslade. Это были две каменные скрижали с десятью заповедями. Das waren diese zwei Steintafeln mit den zehn Geboten. Я назвал его естественное откровение. Ich habe das natürliche Offenbarung genannt. Конечно, Моисей получил это откровение чудесным образом. Natürlich, Moses hat auf eine wunderbare Art und Weise das empfangen. Но когда потом из поколения в поколение передавали скрижали, aber als dann von Generation zu Generation diese Steintafeln weitergegeben wurden, люди получали их естественным образом. Haben die Menschen es auf eine natürliche Art und Weise empfangen. Вот это скрижали откровения. Also diese Steintafel der Offenbarung. Естественное откровение. Die natürliche Offenbarung. Но была вторая часть. Aber es gab den zweiten Teil. Бог сказал над, сверх крышки. Und Gott hat gesagt über, auf dem Deckel. Я буду открываться тебе. Werde ich mich dir offenbaren. И это вторая часть. Und das ist der zweite Teil. Сверхъестественное откровение. Die übernatürliche Offenbarung. Личное переживание Бога в жизни верующего человека. Die persönliche Erfahrung Gottes im Leben eines gläubigen Menschen. И когда я это увидел, und als ich das gesehen habe, я понял, что точно так же должно быть и в жизни каждого верующего. Habe ich verstanden, dass genauso muss es in dem Leben jedes einzelnen Gläubigen. Нам необходимо это двойное откровение. Für uns ist es notwendig, diese doppelte Offenbarung. Одно откровение естественное. Die eine Offenbarung ist natürlich. Это Библия. Das ist die Bibel. Это Слово Божье. Das ist das Wort Gottes. Конечно, авторы Библии получили это слово чудесным образом. Natürlich, die Autoren der Bibel haben auf eine wunderbare Art und Weise dieses Wort empfangen. Но мы-то получили его естественным путем. Wir haben es doch auf natürliche Art und Weise empfangen. Никто, наверное, из вас вот не молился так. Niemand von euch hat doch so gebetet. Бог, дай мне откровение. Gott, gib mir die Offenbarung. Ну так, раз, у тебя в руках книжка. Und dann, zack, und auf einmal ist das Buch wow. in der Hand. Wow. Нет, такого не было. Nein, sowas gab es nicht. Кому-то, может быть, ее подарили. Jemand wurde vielleicht das Buch geschenkt. Кто-то ее купил в магазине. Jemand hat es im Geschäft gekauft. Но все мы получили Библию естественным путем. Aber wir alle haben die Bibel auf eine natürliche Art und Weise empfangen. Библия очень важна. Die Bibel ist sehr wichtig. Это фундамент нашей жизни. Das ist das Fundament unseres Lebens. Но помимо этого естественного откровения, doch neben dieser natürlichen Offenbarung, у нас должно быть сверхъестественные духовные переживания. Brauchen wir übernatürliche geistliche Erfahrungen. Именно это отличает верующего от обычного читателя Библии. Genau das unterscheidet den Gläubigen von dem gewöhnlichen Bibelleser. Немало людей читали Библию. Nicht wenige Menschen haben die Bibel gelesen. Но они в ней ничего не видели. Aber sie haben darin nichts gesehen. Немало атеистов читало Библию. Nicht wenige Atheisten haben die Bibel gelesen. А потом они Библию критиковали и высмеивали. Und dann haben sie Bibel kritisiert und ausgelacht. Потому что Библия очень важна. Weil die Bibel sehr wichtig ist. Но нам необходимо личное, сверхъестественное, духовное переживание. То für uns ist notwendig das persönliche übernatürliche erfahren. Личное сверхъестественное откровение в сердце. Eine persönliche übernatürliche Offenbarung in unserem Herzen. Теперь. Und jetzt. В христианстве есть немало фантазий. In Christentum gibt es nicht wenige Fantasien. Мы можем много чего напридумывать. Wir können uns viel ausdenken. Как отличить настоящее сверхъестественное переживание от человеческих выдумок, фантазий? Wie kann man das echte übernatürliche Erfahren unterscheiden von den ausgedachten menschlichen Fantasien? Настоящие духовные сверхъестественные переживания всегда выражаются в сверхъестественных вещах. Echte übernatürliche Erfahrungen werden immer in übernatürlichen Dingen offenbar.
Что такое сверхъестественные вещи? Was sind übernatürliche Dinge? Может быть, это чудеса, исцеления? Vielleicht sind es Wunder, Heilungen? Некоторые думают так. Manche meinen, dass es so ist. Я верю в чудеса. Ich glaube an Wunder. Я верю в исцеление. Ich glaube an Heilung. Но я не верю, что они говорят о сверхъестественных переживаниях. Aber ich glaube nicht, dass sie über übernatürliche Erfahrungen sprechen. Потому что об этом говорил Иисус. Weil darüber hat Jesus gesprochen. Он говорил, что будут люди. Er hat gesagt, es wird Menschen geben, которые скажут, die sagen werden, не твоим ли именем мы пророчествовали? Haben wir nicht in deinem Namen prophezeit? Не твоим ли именем мы чудеса творили? Haben wir nicht in deinem Namen Wunder vollbracht? Бесов изгоняли? Haben Dämonen ausgetrieben? Иисус скажет, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Und Jesus wird sagen, geht weg von mir, ich habe euch niemals gekannt. Я верю в чудеса. Ich glaube an Wunder. Я видел исцеление. Ich habe Heilungen gesehen. Но они не говорят о сверхъестественных переживаниях. Aber sie sprechen nicht über übernatürliche Erfahrungen. Более того, viel mehr noch, вот если мы представим, wenn wir uns vorstellen, вдруг, plötzlich, на этой сцене бы оказался Мартин Лютер, wäre auf dieser Bühne Martin Luther, прямо вот из 16 века, jetzt aus dem 16. Jahrhundert, и кто-нибудь подошел к стене из вас, und jemand von euch würde zur Wand kommen, нажал бы на выключатель, hätte einen Knopf gedrückt, у вас тут так все красиво, bei euch ist alles hier so schön. Можно еще следующую вот фотографию, когда священник на... Kann man das nächste Bild hier и он бы это все увидел. Und er würde all das sehen. Лампочки. Die leuchten, свет. Das Licht, который просто в одно мгновение. Das einfach in einem Augenblick da wäre. Как бы он к этому отнесся? Wie würde er darauf reagieren? Как чудо, чудо. Wie ein Wunder, ein Wunder. Но когда вы это видите, aber wenn ihr das seht, если кто-нибудь подходит, включает свет, wenn jemand kommt und das Licht einschaltet, загораются лампочки, gehen die Lichter an, кто-нибудь из вас стоит, спасибо Бог, это чудо. Steht jemand und sagt, danke Gott, das ist ein Wunder. Нет. Nein. Для нас это обычно, это электричество. Für uns ist das gewöhnlich, das ist die Elektrizität. Я думаю, ich denke, что многие вещи, которые мы часто думаем как чудо, dass viele Dinge, von denen wir meinen, dass es wäre ein Wunder, это просто то, что еще люди часто не открыли. Das ist einfach oft das, was die Menschen noch nicht entdeckt haben. Как для Лютера чудо было бы электричество. So wie für Luther die Elektrizität ein Wunder wäre. Я еще раз повторяю. Ich wiederhole es noch einmal. Я верю в исцеление, и я видел исцеление. Ich glaube an Heilung und ich habe Heilungen gesehen. Но они не говорят о сверхъестественных переживаниях. Aber sie sprechen nicht über übernatürliche Erfahrungen. Что же за сверхъестественные вещи? Вещи, которые говорят о сверхъестественных переживаниях и откровениях Божьих. Was sind denn die übernatürlichen Dinge, die über die übernatürlichen Erfahrungen und Offenbarungen Gottes sprechen? Давайте откроем Евангелие от Иоанна 15 главу. Lass uns Evangelium Johannes 15 aufschlagen. И вот тут Иисус говорит своим ученикам. Und hier sagt Jesus zu seinen Jüngern. Я не буду всю главу читать. Ich werde nicht das ganze Kapitel lesen. Я некоторые стихи прочитаю. Ich werde einige Verse lesen. Вот 4 и 5 стих. Johannes 15, 4, 5 Vers. Иисус говорит. Sagt Jesus, прибудьте во мне, и я в вас. Bleibt in mir und ich in euch. Вот это сверхъестественное единение с Богом. Hier ist diese übernatürliche Vereinigung mit Gott. Мы во Христе. Wir in Christus. Христос в нас. Christus in uns. Сверхъестественная интеграция с Богом. So eine übernatürliche Integration mit Gott. Дальше Иисус говорит, weiter sagt Jesus, как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Я есть лоза, а вы ветви. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. И вот Иисус рисует очень красивую картину. Und hier malt Jesus ein wunderbares Bild. Единство со Христом, die Einheit mit Christus, общение сверхъестественное со Христом, die übernatürliche Gemeinschaft mit Christus, похоже на лозу. Ist ähnlich einer Weinrebe. Бог – это лоза. Gott ist die Rebe. А мы как ветки. Wir sind wie so die Zweige. У ветки есть единение с Богом. Der Zweig ist verbunden mit dem Weinstock. И это выражается в плодах. Und das wird ausgedrückt in den Früchten. Которые растут на ветках. Die auf den Zweigen wachsen. Точно так же и наше единство с Богом. Und genauso auch unsere Einheit mit Gott. Оно невидимо.
ist unsichtbar. Но оно проявляется в сверхъестественных результатах, сверхъестественных плодах. Aber wird offenbar in übernatürlichen Ergebnissen, übernatürlichen Früchten. Что же это за плоды? Was sind denn das für Früchte? 8 стих. Vers 8. Кем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками? Hier wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. И тут Иисус начинает говорить о любви. Und hier beginnt Jesus über die Liebe zu sprechen. И после он продолжает говорить о любви. Und auch weiter spricht er über die Liebe. И мы видим, Und wir sehen, что сверхъестественный результат сверхъестественного общения с Богом, das übernatürliche Ergebnis von der übernatürlichen Gemeinschaft mit Gott, это любовь. Ist die Liebe. Когда об этом говоришь, Wenn du darüber sprichst, некоторые верующие не понимают. Manche Gläubige verstehen es nicht. А что такого сверхъестественного в любви? Was ist denn das Übernatürliche an der Liebe? Вот вы знаете, сейчас октябрь месяц, я согласен с пастором, особенный месяц. Wisst ihr, jetzt ist der Monat Oktober, nicht mit dem Pastor bin ich einverstanden, es ist ein besonderer Monat. Я очень люблю октябрь, и для меня еще сентябрь тоже особенный месяц. Ich mag so sehr den Oktober, aber September ist für mich auch so, ich mag ihn sehr, ist auch sehr wichtig. Есть несколько событий, которые я вспоминаю каждый год, каждый сентябрь. Es gibt einige Ereignisse, an die ich mich jedes Jahr, jeden September erinnere. Первое событие связано с великим польским человеком. Das erste Ereignis ist verbunden mit einem großartigen Menschen aus Polen. Это польский врач. Das ist ein polnischer Arzt. Писатель. Ein Schriftsteller. И педагог. Und Pädagoge. Janusz Korczyk. Jan Skorczyk. Janusz Korczyk был очень известным врачом. Janusz Korczyk war ein sehr berühmter Arzt. Но он оставил медицинскую практику. Aber die medizinische Praxis gelassen. И посвятил свою жизнь детям. Und hat sein Leben den Kindern gewidmet. И в Варшаве он основал дом сирот. Und in Warschau hat ein Haus der Waisen gegründet. Где были еврейские дети, оставшиеся без родителей. Wo die jüdischen Kinder waren, die ohne Eltern geblieben sind. Janusz Korczyk был человек с глубокой верой в Бога. Janusz Korczyk war ein Mensch mit einem tiefen Glauben an Gott. У него даже такая есть книга. Er hat auch ein Buch, называется «Наедине с Богом». Welches heißt also «Allein mit Gott». Я бы вам советовал ее почитать. Ich würde euch raten, dieses Buch zu lesen. Она состоит из 18 молитв. Dieses Buch besteht aus 18 Gebeten. И он говорит, это молитвы для тех, кто не молится. Und sagt, das sind Gebete für die, die nicht beten. И в этой книге там показано, Und in diesem Buch wird aufgezeigt, что такое настоящая глубокая вера. Was ist ein echter, tiefer Glauben? Не религия, а настоящее единение с Богом. Nicht die Religion, sondern echte Vereinigung mit Gott. Но Janusz Korczyk не просто об этом писал. Janusz Korczyk hat nicht nur einfach darüber geschrieben. Не просто об этом учил. Hat nicht einfach darüber gelehrt. Он так жил. Er lebte so. И вот в 1940 году Und im Jahr 1940 Германия оккупировала Польшу. Hat Deutschland Polen überfallen. И всех вот этих сирот, их было 200 человек. Und all diese Waisenkinder, es waren 200. Отправили, пока не надо, предыдущую покажи, брат. Also zeig bitte das vorherige Bild. Отправили в Варшавское гетто. Sind ins Warschauer Ghetto hingesendet worden. Korczyk был такой знаменитый. Korczyk war so berühmt. Его знали немцы хорошо. Die Deutschen haben ihn gut gekannt. И они ему сказали. Und sie haben zu ihm gesagt. Тебе не надо идти в Варшавское гетто. Du sollst nicht in das Warschauer Ghetto gehen. Он был очень популярный писатель. Er war ein sehr berühmter Schriftsteller. Я даже помню, мы читали в детстве его сказки. Ich kann mich erinnern, in der Kindheit haben wir seine Märchen gelesen. Про короля Матеуша. Von dem König Matthäus. Вот. Но Korczyk сказал. Aber Korczyk hat gesagt. Я не могу оставить своих детей. Ich kann meine Kinder nicht zurücklassen. И он поехал с ними в Варшавское гетто. Und er ist mit diesen Kindern in das Warschauer Ghetto gefahren. Там, в Варшавском гетто, Dort in dem Warschauer Ghetto, ему несколько раз были предложения. Gab es ihm einige Male, einige Angebote. Ему делали документы. Ihm wurden die Papiere gemacht. Чтобы он уехал из Варшавского гетто. Dass er aus dem Warschauer Ghetto einfach wegfährt. Но он с гневом отвергнул все эти предложения. Aber mit Zorn hat er all diese Angebote ausgeschlagen. Он говорил, как я могу оставить своих детей. Er hat gesagt, wie kann ich meine Kinder zurücklassen. И вот однажды Und einmal, всех этих детей All diese Kinder, 200 человек. 200 Menschen. Вообще Janusz Korczyk говорил, нет детей, есть люди.
Janusz Korczak gesagt, es gibt keine Kinder, es gibt Menschen. Так вот этих детей повезли в концлагерь Треблинку. Als diese Kinder wurden in das Konzentrationslager Treblinka gefahren. И опять Янушу Корчику сказали. Und wiederum wurde zu Janusz Korczak gesagt. Что он может не ехать в концлагерь. Muss nicht mitfahren in das Konzentrationslager. Но он поехал со своими детьми. Aber er ist mit seinen Kindern gefahren. И 7 сентября. Und am 7. September. 1942 года. Im Jahr 1942. Всех этих детей повели в газовые камеры. Alle diese Kinder wurden in diese Gaskammern geführt. И вот последний раз. Und zum letzten Mal. Janusz Korczaku предложили. Wurde Janusz Korczak vorgeschlagen. Уехать из концлагеря. Wegzufahren aus dem KZ. И заниматься педагогикой. Und sich mit Pädagogik zu beschäftigen. Писать новые книги. Neue Bücher zu schreiben. Но Януш Корчик. Aber Janusz Korczak. Покажите сейчас эту новую. Zeig bitte. Он взял своих детей. Er hat seine Kinder genommen. И вот даже немцы, которые охраняли, они потом рассказывали, свидетельствовали. Und die Deutschen, die sie bewacht haben, die haben dann später berichtet und Zeugnis davon gegeben. Что он взял их за руки. Der hat sie an die Hände genommen. И все вместе. Und alle zusammen. Он пошел с ними. Er ist mit ihnen gegangen. В газовые камеры. In die Gaskammern. И там, в газовой камере, und dort in den Gaskammern, он обнял этих детей, hat er diese Kinder umarmt, и он до последней минуты жизни, bis zum letzten Atemzug, рассказывал им сказки, hat er ihnen Märchen erzählt, чтобы хоть как-то облегчить их последние минуты жизни, auf irgendeine Art und Weise wenigstens ein bisschen ihre letzten Minuten des Lebens zu erleichtern. Я когда думаю про Януша Корчика, wenn ich über Janusz Korczak nachdenke, понимаете? Versteht ihr? У каждого из нас заложено естественное чувство. Jeder von uns hat ein natürliches Gefühl hineingelegt bekommen. Инстинкт самосохранения. Ein Selbstbeschützung oder Selbstbewahrungsinstinkt. Мы не хотим умирать. Wir möchten nicht sterben. Включается наша естественная логика. Unsere natürliche Logik schaltet sich ein. И мы начинаем думать. Und wir fangen an zu denken. Я уже этим детям не могу помочь. Ich kann diesen Kindern nicht mehr helfen. Они обречены. Sie sind verurteilt. Но я могу спасти себя. Aber ich kann mich selbst retten. И новые книжки писать. Und neue Bücher schreiben. И работать с другими детьми. Und mit anderen Kindern arbeiten. Какой смысл умирать? Was ist denn der Sinn zu sterben? Это естественно. Das ist natürlich. Кто бы из нас его осудил? Wer von uns würde ihn verurteilen? Если бы он уехал из концлагеря. Wenn er wegfahren würde aus dem KZ. Никто. Niemand würde ihn verurteilen. Потому что это естественно для каждого человека. Weil es natürlich ist für jeden Menschen. Сохранять свою жизнь. Sein eigenes Leben zu bewahren. Вот это чувство самосохранения. Und das Gefühl der Selbstbewahrung. Но я вижу в этом человеке. Aber in diesem Menschen sehe ich. Что-то сверхъестественное. Etwas Übernatürliches. И это божественная любовь. Und das ist die göttliche Liebe. Которая выше нашей человеческой природы. Die höher ist als unsere natürliche Natur. Выше чувства самосохранения. Höher als das Gefühl der Selbstbewahrung. Любовь Божья часто нелогична. Die Liebe Gottes ist oft unlogisch. Она часто идет в противоречие с нашим естественным разумом. Sie widerspricht sehr oft unserem natürlichen Verstand. С нашей логикой. Unserer Logik. Она сверхъестественна. Sie ist übernatürlich. И люди делают невероятные, удивительные вещи. Und die Menschen machen ungewöhnliche unglaubliche Dinge. Именно об этом говорил Иисус в этой 15 главе. Und genau darüber sprach Jesus hier in diesem 15. Kapitel. Вот смотрите, 12 стих. Schaut mal, der 12. Vers. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Нет больше той любви. Größere Liebe hat niemand. Как если кто положит душу, жизнь свою за друзей своих. Als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Нету в нашей природе силы умереть за других. In unserer Natur gibt es nicht die Kraft für andere zu sterben. Здесь другая сверхъестественная сила. Hier ist eine andere, eine übernatürliche Kraft. Божественная любовь. Die göttliche Liebe. И именно эта любовь я вижу в Януше Корчике. Und genau diese Liebe sehe ich in Janusz Korczak. Второе событие, которое я вспоминаю каждый сентябрь. Das zweite Ereignis, an welches ich mich jeden September erinnere. Оно произошло 11 сентября 2001 года. Es geschah am 11. September 2001. Можно следующую? Это был Нью-Йорк, теракт в Нью-Йорке. Das war New York, dieser Terrorakt. Помните эти события? Ihr könnt euch erinnern an dieses Ereignis. После того, как были эти теракты, nach diesen Terrorakten,
Мы с одним пастором сидели в гостинице и смотрели документальный фильм вот об этих терактах. Там был документальный фильм по воспоминаниям очевидцев. То есть там играли актеры, но это была как бы реконструкция событий. Schauspieler haben das gespielt, aber das war wie eine Wiederherstellung von den Ereignissen. И когда ударили самолеты в башни, die Flugzeuge in diese Türme gestoßen sind, там уже не работало электричество, dort gab es keine Elektrizität mehr, не работали вот эти лифты, diese Aufzüge haben nicht mehr funktioniert. Но некоторые люди остались там живыми. Aber manche Menschen sind dort am Leben geblieben. А башня не сразу рухнула. Aber die Türme sind nicht gleich eingestürzt. И они пытались спастись. Und sie haben versucht, sich zu retten. И бежали вниз. И вот там был показан такой эпизод. Und dort wurde so eine Episode gezeigt. Два друга, молодых человека. Zwei Freunde, zwei junge Menschen. Быстро бежали по этим лестницам вниз. Sie rennten sehr schnell diese Treppen runter. Время шло на секунды. Die Zeit, es ging Sekunden. И вдруг они на пути увидели пожилых людей. Und plötzlich unterwegs haben sie alten Menschen gesehen. Которые кое-как спускались по лестнице. Die ganz langsam die Treppe runtergegangen. Кто-то даже, по-моему, ранен был из них. Ich glaube, jemand war sogar verletzt von denen. И тогда один друг сказал. Und dann sagte ein Freund. Подожди. Warte mal. Мы должны помочь им спустись. Wir müssen ihnen helfen, runterzukommen. Они без нашей помощи не смогут. Ohne unsere Hilfe werden sie es nicht schaffen. А второй ответил. Und der zweite antwortete. Ты что, время у нас нет. Was ist mit dir los? Wir haben keine Zeit. Самим бы успеть спастись. Wir müssen schauen, dass wir uns selbst irgendwie retten können. И он побежал вниз. Und rannte runter. А первый остался. Und der erste ist zurückgeblieben. И вот когда второй сбежал уже вниз. Und als der zweite schon runtergerannt ist. Он выбежал из здания. Er ist rausgerannt aus dem Gebäude. И через короткое время. Und nach einer kurzen Zeit. Башня рухнула. Stürzte der Turm ein. И там под руинами остался его друг. Und dort in den Ruinen ist sein Freund zurückgeblieben. Это пожилая пара. Dieses ältere Paar. И еще много людей. Und noch viele andere Menschen. Когда мы это все видели. Als wir all das gesehen haben. Мой друг пастор. Mein Freund der Pastor. Сказал слова. Sagte Worte. Которые я очень хорошо запомнил. An die ich mich gut erinnern kann. Какая глупая смерть. Welch ein törichter Tod. Я повернулся к нему и говорю, почему? Ich habe mich zu ihm zugewandt und gesagt, wieso? А он сказал. Er sagte. Но он же ведь не смог им помочь, только зря погиб. Er konnte ihnen doch nicht helfen, der ist nur umsonst umgekommen. Понимаете, я не осуждаю моего друга пастора. Verstehte, ich verurteile nicht meinen Freund, den Pastor. То, что он сказал, это естественно. Das, was gesagt hat, das ist natürlich. Наша логика включается естественно. Unsere Logik schaltet sich natürlich ein. Есть ли смысл? Gibt es einen Sinn? Нет смысла. Es gibt keinen Зачем Sinn. Тогда умирать? Ja, wozu dann sterben? Это нормально, это естественно. Das ist normal und das ist natürlich. Поэтому я его не осуждаю. Deswegen verurteile ich ihn nicht. Но есть что-то выше, чем естественное. Aber es gibt etwas höheres als das natürliche. Когда человек что-то делает сверхъестественное. Wenn der Mensch etwas übernatürliches tut. Кому-то кажется глупым. Für jemanden erscheint es töricht. Кому-то кажется, ну, бесцельным. Für jemand erscheint es als ziellos. Вот был один фильм старый, полет над гнездом кукушки. Aber es gab einen alten Film, ein Flug über das Nest von einem Kuckuck. Да, там герой, которого играет Джек Николсон. Und der Held, also der Held, der die Rolle spielt. Пытался поднять тумбу на спор. Очень тяжелую. Er hat versucht, so ein schweres Gerät zu heben. И не смог. Und schaffte das nicht. И все над ним стали смеяться. Und alle haben ihn ausgelacht. Тогда он сказал. Dann hat gesagt. Я хотя бы попытался. Ich habe es wenigstens versucht. Вы знаете, вот этот друг, он не смог спасти людей. Wisst ihr, dieser Freund, konnte nicht den Menschen retten. Он не смог спасти пожилую пару. Konnte nicht das ältere Paar retten. Но он хотя бы попытался. Aber hat es wenigstens versucht. Почему он попытался? Warum hat es versucht? Что это за сила была. Was war das für eine Kraft? Это неестественное. Das ist nicht natürlich. Это выше, чем естественное. Das ist höher als das natürliche. Это над естественным. Das ist über dem natürlichen. Это сверхъестественное. Das ist das übernatürliche. Сверхъестественная сила любви. Die übernatürliche Kraft der Liebe. И третья история. Und die dritte Geschichte. Произошла в самом конце сентября. Geschah ganz am Ende September.
1989 года. Im Jahr 1989. Это вот в этом году ровно 30 лет назад. Dieses Jahr sind es genau 30 Jahre. 30 лет назад. Vor 30 Jahren. Осенью. Im Herbst. 17-летний парень. Ein 17-jähriger Junge. Первый раз в своей жизни zum ersten Mal in seinem Leben пришел в евангельскую пятидесятническую церковь, kam in die, evangelische, Pfingstgemeinde, услышал Евангелие, hat das Evangelium gehört, принял Христа в свое сердце и стал верующим. Hat Christus in sein Herz aufgenommen und wurde gläubig. Этим парнем был я. Dieser Junge war ich. 30 лет назад. Vor 30 Jahren. Вы знаете, я вырос не в христианской семье. Wisst ihr, ich bin nicht in einer christlichen Familie aufgewachsen. В нормальной такой семье. Also in einer normalen Familie. Но я оказался в евангельской церкви. Aber ich war da auf einmal in dieser evangelischen Gemeinde. И мне сразу подарили Новый Завет. Und mir wurde gleich das Neue Testament geschenkt. Я его начал читать. Ich begann es zu lesen. И когда я начал читать Евангелие, und als ich das Evangelium begann zu lesen, вы знаете, я скажу вам честно. Меня не удивили чудеса, которые делал Иисус. Нет. А почему? Warum? Потому что, вот, если кто-то помнит, в 80-е годы в России много было разных чудес. Warum? Weil vielleicht kann sich jemand erinnern, in den 80er Jahren gab es in Russland unterschiedliche Wunder. У нас там был Кашпировский, который там делал чудеса. Wir hatten diesen Кашпировский, der Wunder vollbracht hat. И люди там сидели, и у них голова тряслась. Und die Menschen saßen da und der Kopf winkte so. У нас там был такой Чумак. Wir hatten so einen Чумак, он там воду заряжал по телевизору прямо. Gratis Fernsehen hat er das Wasser aufgeladen. Ну, кто жил в Советском Союзе, вы помните эти... Wer der Sowjetunion lebte, ihr könnt euch erinnern. У нас там была такая Джуна, которая делала операции на расстоянии. Wir hatten so eine Джуна, die einfach Operationen über eine Entfernung ausgeführt hat. Поэтому я скажу честно. Deswegen sage ich es ehrlich. Ну, не сильно на меня произвели впечатления чудеса Иисуса. Also die Wunder von Jesus haben mich nicht so sehr beeindruckt. Но когда я дошел до главы, aber als ich bis zu dem Kapitel kam, где рассказывалось, как Иисус молился в Гефсимании, wo berichtet wurde, wie Jesus in Gethsemane gebetet hat, и его пот был как капли крови, und sein Schweiß war wie Blutstropfen, и он там молился, und er betete dort, Отче, Vater, пронеси эту чашу мимо меня. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Я вам хочу напомнить. Ich möchte euch erinnern. Он был не только сыном Божьим. Er war nicht nur Sohn Gottes. Он был сыном человеческим. Er war auch ein Menschensohn. И как все люди. Und so wie alle Menschen. У него была естественная человеческая природа. Hat er die natürliche menschliche Natur. Поэтому он не хотел страдать, как все люди. Deswegen wie alle Menschen wollte er nicht leiden. Он не хотел умирать. Er wollte nicht sterben. И если бы он ушел из Гефсимании и не пошел бы на крест, мы бы поняли его. Und wenn aus Gethsemane gegangen wäre und nicht aufs Kreuz gegangen wäre, hätten wir ihn verstanden. Это было бы естественно. Das wäre natürlich. Но там в Гефсимании. Aber dort in Gethsemane. Что-то началось сверхъестественное. Begann etwas Übernatürliches. Когда он в конце молитвы сказал. Als er zum Ende des Gebets sagte. Впрочем, не моя воля да будет. Übrigens, Vater, nicht mein Wille soll sein. А твоя, Отче. Dein Vater wille geschehe. Это были абсолютно сверхъестественные слова. Und es waren absolut übernatürliche Worte. Потому что их сказал не человек, их сказала любовь. Weil ihn diese Worte nicht ein Mensch, sondern die Liebe ausgedrückt hat. И благодаря этой сверхъестественной любви, und dank dieser übernatürlichen Liebe, мы сегодня можем быть в церкви и радоваться спасению вместе с вами. Können wir heute in der Gemeinde sein und zusammen uns über die Errettung freuen. Именно не чудеса Иисуса. Nicht die Wunder von Jesus. Я верю в чудеса. Ich glaube an Wunder. Но меня покорила любовь. Aber die Liebe hat mich gewonnen. Потому что в любви что-то нечеловеческое, сверхъестественное. Weil in der Liebe gibt es etwas Übernatürliches, nicht Menschliches. Поэтому здесь в 15 главе 12 стих я еще раз прочитаю. Deswegen lese ich nochmals Kapitel 15, Vers 12. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut,
was ich euch gebiete. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Для меня одна из самых удивительных, сверхъестественных вещей в жизни верующего человека. Für mich ist eines der ungewöhnlichsten, übernatürlichsten Dinge im Leben des Menschen. Это превращение из раба в друга. Das ist die Verwandlung von einem Sklaven zum Freund. Раб служит. Der Freund, Sklave dient. Господин говорит, он идет. Der Herr sagt, und geht. Приказывает, он делает. Befiehlt, und tut es. Но между рабом и господином нет связи, нет отношений. Aber zwischen dem Sklaven und dem Herr gibt es keine Beziehung, gibt es keine Verbindung. Поэтому Иисус сказал, что раб не знает, там, что делает господин. У них нет connection, связи. Deswegen sagte Jesus, weil der Sklave, weiß nicht, was der Herr da tut. Друг, он тоже идет, делает. Der Freund geht auch hin und tut. Но мотивы совершенно другие. Aber die Motive sind vollkommen anders. Между друзьями есть любовь. Zwischen den Freunden gibt es die Liebe. Некая внутренняя связь. Eine gewisse innere Verbindung. Поэтому друг понимает другого своего друга. Deswegen versteht der Freund seinen anderen Freund. Когда мы становимся друзьями Божьими, wenn wir zu den Freunden Gottes werden, мы словно чувствуем его сердце. Es ist so, als ob wir sein Herz spüren. И мы начинаем служить Богу. Und wir beginnen Gott zu dienen. Не потому, что боимся ада или хотим награды. Nicht weil wir Angst vor der Hölle haben oder eine Belohnung möchten. А потому, что любим его. Sondern weil wir ihn lieben. И любовь является главным мотивом нашей жизни и нашего служения. Und die Liebe ist das Hauptmotiv unseres Lebens und unseres Dienens. Это совершенно новые отношения. Und es sind vollkommen neue Beziehungen. Может быть, там кто-то спросит. Vielleicht wird jemand fragen. Виктор. Victor. А ты сам давно переживал такое сверхъестественную любовь? Ja, und du selbst hast du schon lange so, ist es schon lange her, dass du solche übernatürliche Liebe erfahren hast? Вы знаете, я много последнее время езжу на разных конференциях. Wisst ihr, in letzter Zeit bin ich sehr viel unterwegs in unterschiedlichen Konferenzen. И вот недавно. Und vor kurzem. Я сидел на, я был в гостинице. War ich im Hotel. И я не видел свою жену там два дня. Und ich habe meine Frau zwei Tage nicht gesehen. И мне выслали фотографию с фотосессии новой моей жены. Und mir wurde also das Foto geschickt von also neues Foto von meiner Frau. Я смотрю на монитор компьютера. Und ich schaue auf den Bildschirm. Смотрю на фотографии моей жены Дианы. Ich schaue auf das Foto von meiner Frau von Diana. И знаете, у меня вдруг как полились слезы. Und plötzlich liefen die Tränen bei mir. Я думаю, как я тебя люблю. Wie sehr liebe ich dich. Может быть, вы скажете. Vielleicht werdet ihr sagen. Виктор. Victor. Что в этом сверхъестественного? Was ist denn darin so übernatürlich? Много людей. Es gibt viele Menschen, не только верующих, nicht nur Gläubigen, но и неверующих, sondern auch Ungläubigen. Влюбляются, разлюбляются. Sie verlieben sich, zerlieben sich wieder. Я согласен. Ich bin einverstanden. Все влюбляются. Alle verlieben sich. В этом мало сверхъестественного. Das, darin ist wenig Übernatürliches. Но когда? Doch wenn, после 28 лет супружеской жизни, nach 28 Jahren des Ehelebens, ты смотришь на фотографии жены, du schaust auf das Foto der Frau, и плачешь от любви, und du weinst vor Liebe, то это уже неестественно, dann ist es nicht mehr natürlich. Это сверхъестественно, das ist übernatürlich. Потому что наша человеческая природа, weil unsere menschliche Natur, она ко всему привыкает. Sie gewöhnt sich an alles. Как бы девушка ни была красива. Egal wie schön das Mädchen wäre. Со временем привыкаешь к любой красоте. Mit der Zeit gewöhnst dich an jegliche Schönheit. Но когда есть сверхъестественная любовь. Doch wenn es die übernatürliche Liebe gibt. То ты можешь любить и сохранять огонь первой любви и спустя 10 лет, и спустя 20 лет. Dann kannst du lieben, das Feuer der ersten Liebe nach 10 und nach 20 Jahren immer noch frisch halten. Где же взять такую сверхъестественную любовь? Wo soll man diese übernatürliche natürliche Liebe hernehmen. Apostel Павел говорит, Apostel Paulus sagt, что любовь Божья, dass die Liebe Gottes, излилась в сердца наши, ist ausgegossen in unsere Herzen, Духом Святым
данным нам. Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Она не из нас идет. Die kommt nicht von uns. Она свыше, она сверхъестественная. Sie ist von oben, sie ist übernatürlich. И когда она изливается на нас, und wenn sie in uns ausgegossen wird, тогда после этого, danach, она уже изливается из нас. Wird sie auch von uns ausfließen. Как говорил Иисус, so wie Jesus gesagt hat, из чрева нашего текут реки воды. Aus unserem Leib fließen Ströme lebendigen Wassers. Und das ist absolut übernatürlich. В нашей жизни in unserem Leben есть разные периоды. Gibt es unterschiedliche Perioden. А может, кто-то пришел, брат, вот поиграл на Vielleicht könnte jemand kommen und spielen, на корге. И вы знаете, есть периоды. Я был недавно на конференции, когда говорили о периодах выгорания. Wisst ihr, ich war vor kurzem bei einer Konferenz, wo die Rede war über Perioden des Ausbrennens oder des Burnouts. Вы понимаете, это правда. Versteht ihr, das ist die Wahrheit. И у христиан бывают кризисы. Auch die Christen haben Krisen. И у пасторов бывают тяжелые времена. Auch die Pastoren haben schweren Zeiten. Я никогда не хотел уйти из церкви и от Бога. Ich wollte niemals von der Gemeinde und von Gott weggehen. Но я один раз в своей жизни doch einmal in meinem Leben хотел уйти из служения и не быть пастором. Wollte ich von Dienst weggehen und ich wollte kein Pastor mehr sein. Это было в декабре 92 года. Das war im Dezember im Jahr 1992. Год мы были женаты. Wir waren ein Jahr verheiratet. И год я был пастором. Und ich war ein Jahr lang Pastor. И у нас родился первый сын. Und wir haben den ersten Sohn bekommen. Мы его так долго ждали. Wir haben so lange auf ihn gewartet. Он родился. Er wurde geboren. Прожил месяц. Hat einen Monat gelebt. И заболел. Und ist krank geworden. Я делал все, что мог. Ich habe alles getan, was ich konnte. Я молился за него. Ich habe für ihn gebetet. Я брал посты. Ich habe gefastet. Я просил у верующих молиться вместе. Ich habe die Gläubige darum gebeten, zusammen zu beten. Но он все равно умер. Aber er ist trotzdem gestorben. Прожил всего месяц и умер. Er hat nur einen Monat gelebt und ist gestorben. Я был в недоумении вместе с женой. Ich war mit meiner Frau, wir waren in Verzweiflung. У меня в голове как будто туман был. Also in meinem Kopf war so, wie alles vernebelt wäre. Я помню, мы ходили с женой. Ich kann mich erinnern, wie wir mit meiner Frau gegangen sind. Мы ничего не понимали. Wir haben nichts verstanden. Мы в нашем родном городе могли даже заблудиться. Такое было ужасное состояние. In unserer eigenen Stadt konnten wir uns sogar verirren. Es war so ein schrecklicher Zustand. А еще, знаешь, верующие, знаете, умеют поддержать. Und wisst ihr, die Gläubigen, sie können unterstützen. Когда тяжело, они Wenn es dir schwerfällt, dann könnt ihr dich so unterstützen. Und manche sind gekommen und haben gesagt, wenn du Pastor wärst, dann würden bei dir die Kinder nicht sterben. Aber wenn Gott dich hören würde, dann würde bei dir sowas nicht geschehen. Und zu mir kamen die Gedanken. Wahrscheinlich muss ich kein Pastor sein. Wahrscheinlich ist es nicht mein Platz. И однажды я прихожу домой und einmal komme ich nach Hause, вместе с женой. Zusammen mit meiner Frau. А мы тогда жили у моих родителей. Und damals lebten wir bei meinen Eltern. И родители говорят, und die Eltern sagen, а тут кто-то к вам приходил. Hier ist so jemand gekommen. Мы говорим, кто? Wir sagten, wer? Не знаю, они уже ушли. Ich weiß nicht, sie sind schon gegangen. Но они вам оставили что-то в вашей комнате. Aber sie haben euch etwas in eurem Zimmer zurückgelassen. Мы заходим в нашу комнату. Wir kommen rein in unser Zimmer. А там на полу стоит огромная корзина с фруктами. Und dort auf dem Boden steht so eine große Korb mit Früchten. А вы знаете, начало 90-х годов в России было очень голодное время. Und wisst ihr, Anfang der 90er Jahren war es in Russland sehr große Hungerszeit. Советский Союз развалился. Die Sowjetunion ist zerfallen. Новая Россия только-только строилась. Denn das neue Russland begann erst sich aufzubauen. И очень трудно было с едой. Und es war sehr schwer mit Essen, mit Nahrungsmitteln. У нас только появились эти, знаете, западные всякие Mars, Snickers, Konfetti. Also diese westliche Süßigkeitsmarken und Snickers sind gerade erst erschienen bei uns. Я даже помню, мы как по линейке их так мерили, чтобы никому больше на миллиметр не досталось. Ich kann mich erinnern, wie wir es mit einem Maß abgemessen, dass keiner mehr bekommt, damit es verteilt. Каждому члену любимому семьи поровну, не больше. Jedes der Mitglieder der Familie genau das gleiche Teil bekommen haben. И в то время большая корзина с фруктами, это было просто как чудо. Und in der damaligen Zeit ein großer Korb mit Obst war wie ein großes Wunder. И мы вместе сели с женой на кровать. Und wir mit meiner Frau, wir haben uns ins Bett hingesetzt. Мы смотрим на эту корзину. Wir schauen auf diesen Korb. И плачем. Und weinen. И у обоих внутри слово. Und beide haben inwendig ein Wort. Бог меня любит. Gott liebt mich. И когда мне плохо, Он страдает вместе со мной. Und wenn es mir schlecht geht, leidet mit mir. И когда я плачу, Он плачет вместе со мной. Und wenn ich weine, weint mit mir. Если вы спросите, und wenn ihr fragen würdet, Виктор,
Что для, чем для тебя связана Божья любовь? Victor, wo ist deine, oder was bedeutet für dich die Liebe Gottes? Когда я думаю о Божьей любви, wenn ich über die Liebe Gottes denke, у меня возникает прежде всего, dann vor allen Dingen, картина корзины с фруктами. Erscheint vor mir das Bild mit dieses, dieser Korb mit, den, mit dem Obst. Для меня Божья любовь как большая корзина с этими фруктами. Die Liebe Gottes ist für mich wie so dieser große Korb mit dem Obst. Я потом спрашивал у родителей, кто это был. Ich habe danach die Eltern gefragt, wer war das? Они говорят, мы не знаем. Sie sagten, wir wissen nicht. Я даже в церкви спрашивал, кто это сделал. Ich habe in der Gemeinde gefragt, wer war das? И все говорили, не знаем. Und alle sagten, wir wissen es nicht. У меня даже мысль была, может, это ангелы приходили. Ich hatte sogar den Gedanken, vielleicht waren das die Engel. Но вы знаете, aber wisst ihr, в то время, in der damaligen Zeit, когда от моей веры не осталось камня на камне, als von meinem Glauben kein Stein auf dem anderen geblieben ist, когда у меня уже не было надежды, wo ich keine Hoffnung mehr hatte, когда я не знал, как молиться, о чем молиться, wo ich nicht mehr wusste, wie ich beten soll, worüber ich beten soll, меня удержала в служении только одна вещь. Но eine Sache hat mich im Dienst erhalten. И это сверхъестественная вещь. Und das ist eine übernatürliche Sache. Божья любовь. Die Liebe Gottes. И благодаря этому я остался в служении. Und dank dem bin ich im Dienst geblieben. Я продолжил быть пастором. Ich bin weiterhin Pastor geblieben. В церкви много говорят о вере. In der Gemeinde wird viel über den Glauben gesprochen. И вера важна. Und der Glaube ist wichtig. В церкви много говорят о чудесах. In der Gemeinde wird viel über Wunder gesprochen. И это важно. Und das ist wichtig. И исцеление важно. Und Heilung sind wichtig. Но Библия говорит, aber die Bibel sagt, что однажды, dass einmal, все естественное закончится. Alles Natürliche zu Ende gehen wird. Пророчество прекратятся. Die Prophetien werden aufhören. Языки умолкнут. Die Zungen kommen zum Schweigen. И вера уже не будет актуальна. Und der Glaube wird nicht mehr aktuell sein. А любовь Божья пребудет вовек. Aber die Liebe Gottes bleibt in Ewigkeit. И послушайте. Und hört mal her. Это настолько удивительно. Das ist so verwunderlich. Что в нашей земной естественной вещи жизни, dass in unserem natürlichen, gewöhnlichen Leben, Бог дал нам что-то, hat Gott uns etwas gegeben, неестественное, das nicht natürlich ist, сверхъестественное, etwas übernatürliches. И когда все земное, все естественное закончится, wenn alles irdische, alles natürliche zu Ende geht, любовь останется, die Liebe wird bleiben. И сегодня, сейчас, und heute, jetzt, в нашей естественной жизни, in unserem natürlichen Leben, мы можем наслаждаться, können wir genießen, мы можем переживать, können wir erleben, то, что будет всегда, вовеки. Das, was immer in Ewigkeit sein wird. Это сверхъестественное, невероятное, нелогичное, потрясающее, удивительное, божественное любовь. Das ist die übernatürliche, die erschütternde, ungewöhnliche Liebe Gottes, которая исцеляет от любой раны, welche von jede Wunde heilt, которая прощает любые обиды, welche jede Beleidigung vergibt, которая позволит пройти через любые трудности, welche es genehmigen wird oder ermöglichen wird, durch jede Schwierigkeit zu gehen, и которая останется навсегда с нами, und welche für immer mit uns bleiben, когда все остальное мы оставим здесь, wenn wir alles andere hier zurücklassen werden, сверхъестественная Божья любовь, die übernatürliche Liebe Gottes. Давайте закроем глаза. Lass uns die Augen schließen. И склоним головы. Lass uns die Häupter senken. Всемогущий Господь. Allmächtiger Herr. Я благодарю Тебя. Ich danke dir. За привилегию. Für das Privileg. В этот день быть с моими братьями и сестрами здесь, в Германии. An diesem Tag mit meinen Brüdern und Schwestern hier in Deutschland zu sein. Вместе читать Твое Слово. Zusammen dein Wort lesen. Вместе, Господь, получать откровения из Библии. Herr, zusammen Offenbarungen aus der Bibel zu bekommen. Я прошу тебя, Господь. Ich bitte dich, Herr. Коснись нас здесь. Berühre uns hier. Неестественно. Nicht natürlich. Сверхъестественно. Übernatürlich. Коснись своей любовью. Berühre mit deiner Liebe. Потому что твоя любовь, weil deine Liebe, имеет запах неба. Hat den Geschmack des Himmels. Твоя любовь, deine Liebe, приносит сверхъестественную атмосферу, bringt die übernatürliche Atmosphäre. И я молю тебя, und ich bete zu dir, здесь и сейчас, hier und jetzt, особенно коснись тех, berühre besonders diejenigen, кто проходит через кризис в своей жизни, die durch eine Krise gehen in ihrem Leben. Может быть,
кто-то надорвался в своей вере. Vielleicht hat jemand in seinem Glauben hat sich praktisch überlastet. Может быть, кто-то молился и не получил ответ, который ждал. Vielleicht hat jemand gebetet und die Antwort nicht bekommen, auf die er gewartet hat. Может быть, у кого-то вопросов больше, чем ответов. Vielleicht hat jemand mehr Fragen als Antworten. Коснись этих людей здесь особенно. Berühre diese Menschen hier besonders. Твоей любовью. Mit deiner Liebe. Пускай исцеляющий елей божественной любви. Möge der heilende, das heilende Öl der Liebe Gottes. Исцелит нас. Uns heilen. От всяких ран, от всякой боли. Von jeglichen Wunden, von jeglichem Schmerz. От всяких проблем исцели, Господь. Von jeglichen Problemen heile, Herr. Наше сердце исцели. Unser Herz heile, Herr. Сверхъестественной любовью. Mit der übernatürlichen Liebe. Исцели сердце, внутри которого обида. Heile das Herz, in dem inwendig die Beleidigung ist. Или непонимание. Oder Missverständnis. Или непрощение. Oder Unvergebenheit. Или чувство мести. Oder das Gefühl der Rache. Или раздражение. Oder Aufregung. Или разочарование. Oder Enttäuschung. Или горький корень у кого-то. Oder jemand hat eine bittere Wurzel. Прямо сейчас. Gerade jetzt. Пускай лекарство Божьей любви. Möge die Medizin der Liebe Gottes. Наполнит нашу душу. Unser Herz, unsere Seele füllen. И исцелит. Und heilen. Исцели отношения между мужем и женой. Heile die Beziehung zwischen Mann und Frau. Между родителями и детьми. Zwischen den Eltern und den Kindern. Между друзьями. Zwischen den Freunden. Во имя Иисуса Христа. In dem Namen Jesu Christi. Твоей сверхъестественной любовью. Mit deiner übernatürlichen Liebe. Да будет тебе вся слава, честь и хвала. Dir sei alle Ehre, Ruhm und Preis. Во веки веков. In Ewigkeit. И все да скажут. Und alle sollen sagen, Аминь. Amen. Давай дадим Богу славу, честь и хвала. Спасибо большое, пастор Яков. Vielen Dank, пастор Яков. Пожалуйста, приезжайте face to face в Россию, Яков.